Der Herbst steht vor der Tür und somit auch wieder die Auswahl von spannenden Aktien für den Monat Oktober. Die Märkte sind ja doch schon ganz schön zurückgekommen und natürlich auch aus guten Gründen. Da sind wir im Ausblick für das vierte Quartal im letzten Video schon mal drauf eingegangen. Wir verlinken euch das Ganze in der Endcard. Da könnt ihr aber nach dem Video sehr gerne mal vorbeischauen. Da gibt es einfach ein paar mehr Insights für die nächsten Monate. Heute wollen wir uns mal anschauen, die Aktien vom Monat September, bevor wir dann natürlich auf die Aktien vom Oktober zu sprechen kommen. Wir vergleichen die auch mal mit der Performance von breiten Indizes, wie zum Beispiel dem MSCI World, den wir auch im Depot haben. Dazu gab es auch eine Frage, welchen World ETF wir hier empfehlen können. Wir werfen kurz einen Blick drauf, auch auf den Emerging Markets. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Im September hatten wir drei Aktien vorgeschlagen. Das war einmal die Aktie von Nike, ja, -6%. Nike lief nicht so gut, ist aber trotzdem immer noch auf der Watchlist. Denn ja, so langsam wird es interessant. Nike hat natürlich viel vom negativen Wachstum jetzt in den letzten Wochen eingepreist. Year to date sieht das Ganze gleich, ja, ebenfalls im roten Bereich nicht wirklich gut aus. Aber hier die Monatsperformance mit -6% war nicht so gut. Langfristig sind wir von Nike trotzdem weiter überzeugt. Jetzt, bevor wir auf die nächste Aktie T. Rowe Price zu sprechen kommen, schauen wir uns im Vergleich mal einen MSCI World ETF ein. Hier ist einer von Luxor. Das ist der, den wir im Portfolio auch als Geldspeicher haben. Würden wir den blind empfehlen? Naja, im Endeffekt sind alle Welt-ETFs oder auch der Emerging Market ETFs irgendwo gleich. Guckt hier ein bisschen darauf, ob er vielleicht optimiertes Sampling anbietet oder physisch repliziert oder als Swap ist und auch wo er angesiedelt ist. Das sind aber wirklich hier die obersten 5%, die ihr hier rausholt. Prinzipiell TER und Tracking Differenz. Die Tracking Differenz ist bei diesem ETF etwas höher, aber mit der TER von 0,12% ist das auf jeden Fall in Ordnung. Wir können den ETF prinzipiell jedem nahelegen. Wir machen aber trotzdem keine Anlageberatung. Wenn es aber ein MSCI World ETF sein kann, ist dieser hier für uns einer der besten auf dem Markt. Also hier, MSCI World ETF 0,28%. Jetzt schauen wir uns mal die Aktie von T. Rowe Price an. Und auch die hat Federn gelassen. Ja, höhere Zinsen sind für Finanzierer gerade auch von primärem aktiven Geschäft. Hier geht ja so nach und nach erst der Wandel los hin zum passiveren Geschäft. Auch ein Belastungsfaktor, -2,77%. Hier würden wir jetzt erstmal wieder ein bisschen abwarten, wo wir hier einen potenziellen Boden finden. Denn auch auf Year-to-Date-Sicht, auf Einjahressicht, hier sieht es zwar nach einem Boden aus, aber hier müssen wir einfach mal abwarten, ja, wo es sich dann hier bei dem Boden weiterentwickelt. Momentan fehlt hier einfach der Ausbruch. Kommen wir zum Emerging Market ETF mit -1,55%. Und hier, dieser ETF ist ja langfristiger bei uns, schüttet auch aus mit 0,18%, leicht teurer, aber als langfristige Geldanlage total in Ordnung. -1,56%, das heißt, auch hier ging es abwärts. Das heißt, die Märkte generell, ja, liefen im September historisch natürlich deckungsgleich etwas schlechter. Aber unsere letzte Aktie, Ares Capital, konnte dem Ganzen etwas widerstehen, widerspenstig nach oben laufen. 2,8% ging es hier nach oben. Ja, das ist eine schöne Entwicklung, natürlich im Vergleich zu den anderen beiden oder im Gesamtkorb mit den anderen beiden ist die Entwicklung hier eher leicht negativ gewesen, hätte man die Aktien gleichgewichtet. Aber eine Monatsperformance ist in der Regel nur ein schlechter Indikator für eine langfristige Rendite. Dementsprechend 2,8%, schöne Entwicklung. Man kann hier immer noch einsteigen, wenn man das Ganze mal auf Jahressicht anschaut. Die Zinsen spielen hier natürlich eine besondere Rolle, gerade wenn wir hier sehen, dass der Free Cashflow negativ erwartet wird. Hier seht ihr das Ganze nochmal, was das bedeutet. Gut, bevor wir uns jetzt den spannenden Unternehmen widmen, die für den Oktober. Unsere Zuschauerschaft nimmt in den letzten Wochen stark zu, freut uns sehr. Daher für alle hier nochmal der kleine Tipp mit einem Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, oder einer aktivierten Glocke, verpasst ihr kein neues Video mehr. Und das sind ja in den letzten Wochen schon ein bis zwei pro Woche, die wir in der Aktionär-Community hier veröffentlichen. Also lohnt sich auf
alle Fälle. Gut, drei Aktien und wir haben uns in den drei Aktien auch mal an unserem Depot etwas orientiert. Und ja, die, die unser Depot kennen, wissen, wir haben hier auch spannende Aktien drin. Auf TikTok haben wir gerade mal das Depot auch vor einem Jahr und heute nebeneinander gestellt, beziehungsweise in zwei Videos veröffentlicht. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Aber die erste spannende Aktie bei uns im Depot ist Realty Income. Die letzte Monatsperformance haben wir euch einfach nochmal mitgebracht. Minus 8%. Year to date haben wir ebenfalls minus 20, minus 21%. Auf Jahressicht ging es runter. Auf Maximalsicht, ja, geht es noch leicht nach oben. Aber es sind auch 20 Jahre. Da sollte es tunlichst nach oben gehen. Realty Income ist für uns trotzdem weiterhin interessant. Wir haben immer noch eine relativ hohe Bewertung vom KGV von 38. Die wird jetzt ein bisschen reduziert. Woran liegt es? Ja, die Zinsen sollen länger auf dem Niveau bleiben für Immobilienkonzerne. Wir hatten zwar Vonovia gehört, 60.000 Immobilien könnten geplant bzw. gebaut werden. Die werden aktuell fertig geplant, aber noch nicht gebaut. Bei Realty Income ist das Ganze auf einem ähnlich großen Niveau, einer der größten REITs weltweit, eine super gute Mieterstruktur. Hier sind wir prinzipiell weiter überzeugt und würden bei ja um die 50 US-Dollar, das müssten knapp über 47 Euro sein, hier auch tatsächlich empfehlen, näher hinzuschauen, nicht zu kaufen, aber das Niveau von 47 Euro ist für uns doch weiterhin sehr, sehr spannend. Und ja, mit der Performance im letzten Monat könnten wir uns diesem Niveau auch sehr stark nähern. Vielleicht wäre hier für jemanden, der noch nicht investiert ist, den Bereich der Immobilien aber ein bisschen abdecken will, mit einem langen Atem das Ganze, wie gesagt, wird mindestens bis 2024 im Laufe oder Ende 2024 laut aktueller Newslage dauern. Bis ihr hier wahrscheinlich diesen Turnaround schafft, die Börse preist alles ein bisschen ein, aber im Zweifel das 5-Jahres-Beta ist auch unter 1. Damit macht man unserer Meinung nach ohne Anlageberatung nicht viel falsch. Eventuell ist Realty Income auch eine der Aktien, die wir über unsere 100.000 Euro pro Aktie aufstocken, denn die Bewertung ist und bleibt hier einfach spannend. Gut, Aktie Nummer 2. Es geht um den Bereich der Versicherungen, aber nicht direkt, aber irgendwie doch. Wir schauen uns das einfach an, welchen Themen wir hier haben. Hier werfen wir auch einen etwas genaueren Blick drauf, beziehungsweise erklären euch das Geschäft, denn die Munich Re hatten wir auf dem Kanal erst sehr, sehr selten behandelt. Ja, wer ist die Münchener Rück? Der Münchner Rück ist prinzipiell, wie der Name Rück schon sagt, eine Rückversicherungsgesellschaft. Das Ganze sehen wir hier unten, eine Rückversicherungsgesellschaft aus München in Deutschland ansässig. Das heißt, hier wieder ein DAX-Unternehmen, das wir hier haben. Es gibt allerdings auch Erstversicherer mit der ERGO, hier den Schadens- und Unfall Deutschland, Lebens- und Gesundheitsdeutschland. Also hier gibt es tatsächlich über den Rückversicherungsbereich auch einen Direktversicherungsbereich. Also ein breit aufgestelltes Unternehmen, auch hier mit einer positiven Monatsperformance. Jetzt hören wir schon die Kommentare, die reinkommen. Ja, das Unternehmen ist aber sehr, sehr gut gelaufen. Ist es jetzt nicht überbewertet? Naja, guckt euch das KGV an. 12, wir können das nachher mal mit der Allianz vergleichen, auch wenn es ein leicht anderes Geschäftsmodell ist. Das ist schon in Ordnung. Also auch die ganzen Kursziele werden hier wieder erhöht. Und ja, auf Maximalsicht natürlich, wenn man hier eingestiegen wäre, 2011 für unter 100 oder selbst noch hier in dem Bereich Juli 2022 für 220. Hier hat man schon 50, 60% Rendite mitgenommen und die Aktie ist dementsprechend teurer. Allerdings, die Geschäftszahlen sehen soweit gut aus. Die Analystenmeinungen, die auch immer etwas fraglich sind, klingen trotzdem erstmal gut. Wir haben hier gute Umsätze, schaut euch an, 67 Milliarden Euro bei einer Marktkapitalisierung von 51 Milliarden. Ja, es ist nur Umsatz, es ist nicht der Gewinn. Der Gewinn ist deutlich niedriger, aber auch ein Beta unter 1. Das heißt, die Volatilität ist geringer als der entsprechende Vergleichsmarkt. Also hier die Munich Re einen Blick wert, vielleicht kein Einmaleinstieg, aber auf jeden Fall eine potenzielle Einstiegsaktie, wenn man den Bereich abdecken möchte. Gerade auch wieder die regionale Verteilung spielt hier wieder eine Rolle. Und das Thema der regionalen Verteilung kommt auch bei der nächsten Aktie, denn es ist auch eine deutsche Aktie und es ist wieder eine Aktie, die wir bei uns schon im Depot haben,
die unter die Räder gekommen ist. Die Deutsche Post DHL Group, wie man sie jetzt mittlerweile auch nennen mag, minus 10% im laufenden Monat. Der Monat ist ungefähr der ganze September. Wir laufen da noch ein paar Tage, aber die Deutsche Post ist zurückgekommen. Woran liegt das? Ja, die Analysten-Ratings bzw. Unternehmen selbst hat gesagt, naja, wir werden eventuell mit etwas weniger Aufträgen zu tun haben. Natürlich sind auch die Frachtkosten mit den hohen Spritkosten und Co. immer noch vergleichsweise hoch. Das Corona-Geschäft hat ein bisschen abgenommen. Und so stehen wir einfach momentan davor, dass hier etwas eingepreist wird. Aber die ganzen Kennzahlen sehen sehr solide aus. Die Analystenmeinungen sehen sehr solide aus. Der Kurs mit dem KGV von um die 10 ist auch historisch ein guter für die Deutsche Post. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen in die nächsten Jahre, dann wird die Deutsche Post, ist ja nicht nur das Privatkundengeschäft, sondern auch das Große auf institutioneller Ebene. Hier Fracht, DHL verschickt ja eigentlich mittlerweile ziemlich alles global. Ist die Deutsche Post für uns mittlerweile, wenn nicht sogar das interessanteste Unternehmen von den dreien, die wir hier dabei haben. Wir korrelieren zwar etwas stärker, also die Volatilität beim Unternehmen ist etwas stärker, aber die Konkurrenz mit FedEx hatte gute Geschäftszahlen. Bei der Deutschen Post, die Geschäftszahlen, ja, sind so semi, aber es geht alles in die richtige Richtung. Earnings per Share von fast 4 Euro ist in Ordnung. Damit ist die Dividende gedeckt. Die Dividende selbst liegt auch bei einem ziemlich soliden Bereich von 4,8%. Das ist schon nicht verkehrt. Es wird 1,85 Euro ausgeschüttet. Damit ist die Dividende auch noch ziemlich nachhaltig gedeckt. Das KGV bei dem Unternehmen ist einfach spannend. Ja, es gibt noch weitere Unternehmen, Prologis, Brenntag, 3M, Amazon und Co., die interessant sind. Aber jetzt, um das Ganze einmal abzurunden. Was kannst du aus diesem Video und den Aktien jetzt konkret mitnehmen? Die Aktien, die wir hier heute vorgestellt haben, ja, die sind einfach unserer Meinung nach spannend. Hier gibt es bei nicht allen Aktien schon eine Bodenbildung oder den perfekten Einstiegszeitpunkt. Aber gerade für den Oktober sind es wieder sehr solide Werte, bei denen man definitiv näher hinschauen kann und es eventuell auch zumindest mal tranchenweise Einstiegsgelegenheiten gibt. Und ja, auch wir sind der Meinung, dass ein weltweiter ETF bzw. ein ETF-Portfolio hier eine sehr solide Sache ist, die man gerade Anfängern oder Einsteigern oder jemanden, der sich gar nicht so viel damit beschäftigen will, nahelegen kann. Wir machen das Ganze hier ein bisschen selbst. Unsere Performance war im ersten Jahr vom Depot deutlich besser als der Markt. Jetzt ja momentan wieder etwas besser, auch wenn wir natürlich das erste halbe Jahr 2023 schon etwas mehr hinten dran hängen. Im Endeffekt ist es einfach immer eine Frage, was man erreichen will. Will man sein Kapital einfach inflationsgeschützt anlegen? Möchte man sein Kapital noch vermehren? Wie viel Zeit möchte man investieren? Aber als Resümee, ein ETF-Portfolio ist definitiv keine schlechte Entscheidung, gerade im Hinblick auf die Zeit, die man dann spart. Jetzt würde ich mich aber noch freuen, wenn du deine Vorteile bei uns als Kanalmitglied nutzt und bis dahin hier das versprochene Video mit dem Ausblick fürs vierte Quartal, die Playlist mit allen anderen inzwischen wirklich sehr vielen nützlichen, unterhaltsamen, aber auch informativen Inhalten dir anschaust. Und ja, wir sehen uns in den Videos, freuen uns auf dein Feedback und ja, sehen uns im nächsten Teil.